Heute sprechen wir darüber, wie du im Winter motiviert bleibst. Willkommen zurück, Abiturdaten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Wenn du nicht beim Abiturdaten Bootcamp dabei bist, beziehungsweise dich noch nicht zur kostenlosen Besprechung mit mir angemeldet hast, dann mach das unbedingt im ersten Link in der Beschreibung. Das ist definitiv eine der besten Möglichkeiten, bevor wir in die 5 weiteren Tipps rein starten, um im Winter motiviert zu bleiben, weil es ist einfach die Reise mitten im Winter für Abiturathleten, für Oberstufenschüler, die einen geilen Abiturschnitt erreichen wollen. Und es wird dir so viel Motivation bringen, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ja. Aber auch für diejenigen, die nicht dabei sein werden, hier jetzt noch die 5 besten Tipps von meiner Seite. Erstens, dem Naturkreislauf anpassen. Das ging jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, spirituell, ich weiß nicht. Aber auch wenn ich ein sehr rationaler Mensch bin, muss ich wirklich sagen, man spürt das so krass und mache ich seitdem selbst auch wirklich sehr, 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 sehr gerne. Und zwar, dass du dich einfach bewusst dafür entscheidest, hey, ich gehe einfach mit dem Flow der Natur mit. Weil im Sommer, ja, die ganzen Blüten, die gehen auf und auch wir Menschen, alles ist Party und laut und yay und Sonne strahlt und alles scheint und hey und da. Und im Winter, die Blumen, ja, die Blüten gehen alle zu und wir selbst auch, wir befinden uns viel mehr in den Häusern anstatt draußen. Wir sind vielleicht auch viel mehr in uns gekehrt, ja, Weihnachtszeit aktuell, Zeit der Besinnung. Und du merkst schon, alles geht irgendwie so in sich rein. Und wenn du diesen Flow mitgehst, ist einfach super wertvoll, ist auch psychologisch bestätigt, dass wenn wir uns einfach da nicht dagegen wehren, ja, ich glaube sogar Buddha hat schon mal gesagt, dass Veränderung per se nicht wehtut, nur unsere Resistenz gegen die Veränderung wehtut. Und dann sozusagen sich wirklich dem anzupassen und das da auch mitzugehen, das erhöht einfach dein Glück. Und deswegen das einfach nur vom Mindset, vom Mindshift her auch vielleicht nicht im Winter als Negatives zu sehen, sondern einfach mitzugehen und das auch irgendwie genießen, da von der Natur fast schon geführt zu werden. Zweitens, grind to shine. Das ist für mich mein Motto im Winter. Denn natürlich, dir scheint nicht mehr die Sonne ins Gesicht, es ist nicht mehr so, yay, yeah, hey. Aber genau das mag ich auf weirde Art und Weise, weil eben im Sommer, da ist einfach die Zeit, wo man eben scheinen kann, ja, wo einfach, bei mir ist es so, die Abiturphase ist definitiv der Höhepunkt meines Jahres auch, weil ich einfach da zu 100% mit noch krassem Content, mit mehr Livestreams, mit Coachings, mit was weiß ich, allem, vielleicht auch dann zum Zeitpunkt schon mit Online-Kursen für euch da sein möchte. Und da gehen natürlich jetzt auch jetzt schon extrem viele Vorbereitungen drauf zu. Das heißt, wir arbeiten im Prinzip als Team auch im Hintergrund gerade an ganz, ganz vielen Dingen, die euch dann in der Abiturphase richtig viel bringen werden, wo dann alle sagen wieder, woher kommen die mit diesen ganzen Sachen, weil wir davor schon die Arbeit reingesteckt haben. Ich meine, klar, jetzt haben wir auch aktuell Abiturathleten Bootcamp, vollkommen klar, aber das sind auch extrem wichtige Projekte, aber die ganz großen Projekte, die kommen dann im Sommer auch mit voller Fessel in unserer geilsten After-Abi-Reise, die wir einfach anbieten. Das sind Dinge, die brauchen lange Vorbereitungszeit. Und genau das Gleiche ist es ja mit euch auch. Entweder habt ihr dann im Sommer einfach euer Abschlusszeugnis von der 10., 11., 12. Klasse oder eben auch schon wirklich halt das Abiturzeugnis. Und das ist halt dann der Moment, wo es darum geht zu scheinen. Ja, wo du dann auf deinem Abiball, auf deiner Abiturzeugnisvergabe aufrufen wirst, vielleicht sogar mit deinem Namen vorgestellt wird. Und jeder einfach dann sieht, okay, wer hat welchen Abiturschnitt. Und dann ist es einfach mega geil, wenn du da einfach mit dir zufrieden sein kannst, du stolz auf dich sein kannst. Andere vielleicht herkommen und sagen, hey, geil, krass, man hätte ich nicht gedacht, Glückwunsch, hast echt viel reingesteckt und so weiter. Und genau das, für diese Momente, gilt es aber jetzt eben auch die Arbeit reinzustecken. Und da auch den Genuss an der Arbeit zu finden, ist super wertvoll. Wirklich zu sagen, okay, ich liebe es jetzt wirklich hier zu worken und das ist einfach mega, mega nice. Deswegen macht ihr es auf jeden Fall zu deinem eigenen persönlichen Vorteil. Das führt uns dann auch schon über zum dritten Schritt, und zwar drittens, Undercover angreifen. Was meine ich damit? Im Sommer ist dadurch, dass alles so offen und frei ist, hat man irgendwie das Gefühl, jeder weiß über alles Bescheid. Ja, es wird über ganz viele Sachen gesprochen, jeder postet irgendwelche Urlaubsbilder auf Social Media und jeder zeigt her, jeder zeigt her, jeder zeigt her. Und im Winter ist eben durch die Weihnachtszeit, auch wie die ganze Natur vielleicht, das Ganze ein bisschen mehr in sich gekehrt. Und dadurch, dass gerade im Winter, dass da keine du bekommst kein Zeugnis, es ist einfach nicht so, ja, sondern alles ist nur im Prozess, sieht man die Ergebnisse nicht so wirklich. Klar, du kriegst ab und zu mal Noten raus, etc., aber so diesen großen Moment, wie dann zum Beispiel im Sommer mit deinem, oder im Frühling auch mit deinem Abiturzeugnis oder was auch immer, das gibt es einfach aktuell nicht so stark. Und jetzt eben den Grundstein dafür zu legen, dass du dann später eben diesen Erfolg haben kannst, ist mega geil, weil eben Undercover angreifen,
es fast niemand mitbekommt. Zum Beispiel bei einem Mentorship-Programm haben wir letztens einfach herausgefunden, dass sie ist schon extrem gut in der Oberstufe, schon extrem gute Noten, aber was sie zum Beispiel sehr stark unter Druck gesetzt hat, ist immer, dass sie auch wollte, dass alle anderen sehen, wie krass sie ist und was für gute Noten sie schreibt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, pass auf, wir machen jetzt den folgenden Deal. Immer wenn du eine Klausur rausbekommst, packst sofort deine Hand auf die Zahl drauf und packst sofort weg, dass weder du noch irgendjemand anders sehen konnte. Ich habe solche Menschen früher immer, ich habe das immer null gefeiert. Ich dachte mir so, warum zeigt die Note nicht her, ja? Aber ich habe ihr dann so gesagt, dass sie ihren eigenen Eltern nicht mehr sagen soll, dass sie die Note rausbekommen hat, sondern sie lernt, 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 schreibt geile Noten, aber niemand bekommt davon mit. Und ihre ursprüngliche Motivation war es eben auch immer, krass Noten zu schreiben, damit alle anderen sehen so, oh, wie was krass, und ihre Eltern sind stolz. Und diese Motivation haben wir bei ihr einfach mal komplett rausgenommen. Und das Ganze hat sich durch eine neue Motivation ersetzt. Und zwar, dass sie es einfach gefeiert hat, dass sie extrem viel macht und es niemand mitbekommt. Dass sie extrem geile Noten schreibt, aber es niemand mitbekommt. Undercover, undercover, undercover. Sie hat jetzt auch in 2019 dann ihr Abitur. Und jetzt fährt sie im Prinzip schon die ganzen Noten ein, von denen fast niemand mitbekommt. Klar, die Eltern fragen dann und dann sagt sie aber die eine oder andere Note, aber wirklich wesentlich weniger als eigentlich wirklich passiert. Niemand in der Schule weiß, was für Noten sie schreibt. Mehr, 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 vielleicht außer ihre besten Freunde und so weiter. Mehr, mehr, mehr. Und dann, bam, beim Abitur. Perfekt für die Abiturprüfungen vorbereitet. Geiles Abi-Zeugnis. Allerdings nicht, Jesus, wie hat sie das gemacht? Und das pusht sie aktuell sehr, sehr krass. Und genau das gleiche kannst du auch auf deine Situation übertragen. Viertens, auf Vorzüge achten. Was meine ich damit? Alle sagen, warum hassen wir den Sommer, den Winter? Oder diejenigen, die den Winter hassen, hassen ihn deswegen, weil er nicht der Sommer ist. Sprich, wir sagen immer, oh, scheint zu wenig die Sonne, es wird so schnell dunkel, es ist so kalt, bla 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 bla. Aber anstatt sich die ganze Zeit mal auf die Sachen zu fokussieren, die eben nicht passen, ist es halt sau wertvoll, dass du dich einfach mal auf die Sachen fokussierst, die geil sind. Was ist denn geil am Winter? Hey, wir haben Schnee. Schnee ist geil. Klar, du verbindest Schnee sofort wieder mit kalt, aber Schnee an sich ist einfach eine geile Sache. Dann, es gibt einfach überall Plätzchen, ist nicht so gut für die Ernährung, kommt auch bald ein Video dazu, aber trotzdem eine geile Sache. Alle sind irgendwie friedlicher, besinnlicher, in der Familie ist es irgendwie man enger zusammen. Das ist doch einfach mega schön und sich einfach auf diese Dinge auch zu konzentrieren und sich an diesen Dingen zu erfreuen, einfach der Weihnachtszeit, sich darauf einzulassen, ist doch mega geil. Und dann kriegst du daraus einfach dieses cozy Feeling, was vielleicht auch einfach so dieses perfekte Gefühl zum Lernen gibt. Also ich meine, mit so einer warmen Tasse Tee und irgendwie so ein bisschen Zimt und Ingwer, sich einfach an seinen Schreibtisch setzen und dann noch ein bisschen was für Bio zu machen, ist doch mega. Ist doch mega. Fokussiere dich doch mal auf die Dinge, da wirst du definitiv mehr Motivation haben. Fünftens, andere Motivationsquellen. Natürlich, die Sonne ist für uns Menschen ein ganz großer Motivationsfaktor. Wir lieben es einfach, wenn die Sonne scheint. Wir kriegen dadurch unser Vitamin D, wir senden bestimmte Hormone aus und so weiter. Natürlich. Natürlich. Und es ist ein ganz entscheidender Punkt und der fällt im Winter definitiv mehr weg, als uns vielleicht allen lieb wäre. Aber es gibt genauso noch ganz viele andere Motivationsquellen. Egal, ob du einfach wirklich ins Gym gehst, das Starcrush, ob es Musik ist, ob es diese Videos hier ist, ob es deine Vision ist, ob du dir irgendwelche Ziele aufgeschrieben hast, ob du dich einfach nur selbst irgendwie pusht, whatever, whatever. Es gibt noch so viele andere Motivationsquellen als nur das Wetter oder was wir eben gerade für eine Jahreszeit haben. Und wenn du dich vor allem speziell im Winter wieder auf diese Dinge fokussierst, kannst du auch einfach durch Motivationssprüche, was weiß ich, dich einfach immer wieder pushen. Und auch wenn du in der Früh nicht mit den Sonnenstrahlen begrüßt wirst, kannst du auf deinem Handy einfach, indem du Seiten folgst, die dich motivieren, einfach denken, yeah, fuck, let's crush it. Auch mit kombiniert mit den Sachen, die ich dir davor in dem Video schon gesagt habe, wie diesem Undercover-Attacken, Grind to Shine und einfach all das richtig in dich reinzupumpen, dass du wirklich denkst, geil, eigentlich ist das doch eine richtig geile Zeit, wo ich einfach den Grundstein legen kann für meine weiteren Erfolge in der Zukunft. Das wünsche ich dir natürlich. In diesem Sinne, denk dran. Ich glaube an dich. Wir beide hören uns in der nächsten Episode. Beziehungsweise, das sage ich in meinem Podcast. Übrigens, check den Abiturläden-Podcast aus. Das ist ein geiler Shit. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.